fantastic. Ja, hallo und willkommen zurück zur 17 Uhr Folge mit Clash of Clans und ich bin's wieder Matthias und wir wollen mal schauen, was der nächste Angriff abgeht. Wie in der 14 Uhr Folge wird es weiterhin nur 3 Sterne Angriffe geben. Ich habe ja gesagt, heute machen wir den Tag einfach mal unter dem Motto 3 Sterne und wir gucken uns den nächsten Angriff an. Von Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen auf Faizi von First Alpha, also Angriff von uns auf die Gegner. Auch hier noch eine kleine Lockaktion für die Clan-Truppen. Wahrscheinlich damit gleich der Giftzauber möglichst viel erwischen kann. Hier sehen wir es, die Hexe eiert noch darum. Und dann dürfte es jetzt gleich, genau, einen Giftzauber hageln, damit die Clan-Truppen schon mal außer Gefecht gesetzt sind. Magier und Hexe sind jetzt da und der Ballon eiert dann noch rum. Aber das ist ja schon mal einiges, wenn die Clan-Truppen schon mal nicht mehr da sind. Wir gucken mal, was wir sonst noch so haben. Wir haben noch, wir haben noch dreimal Pekka, Level 1, wie es aussieht. Und ein paar Magier, Golems und so weiter. Das übliche Go-Wipe. Wir gucken mal, was es denn so wird. Ich mache doppelte Geschwindigkeit, aber damit das jetzt nicht so ewig und 3 Tage dauert, das ist ja dann doch immer ein bisschen langwierig, hier den Sprungzauber draufgehauen. Und dann ab durch die Mitte, Richtung Rathaus schon mal gelaufen. Das passt ganz gut. Dann hat er jetzt gleich relativ zügig 2 Sterne gehabt. Und dann war ist auch schon geschehen um die Base, dann hinten noch ein bisschen Verteidigung übrig, aber kein großer Akt mehr, würde ich fast behaupten wollen. Außenrum nur noch so ein paar Nebengebäude, das ist dann kein Problem mehr, die Kanone noch, jetzt ist der König down, da müssen wir noch mal näher ran, was hier noch so existiert. Hier ist noch ein Packer, 2 sogar, oh, da ist ja der einer, der also der quasi der normale Level 1 und dann der stärkere aus der Clanburg. Da müssen wir mal schauen, was hier noch so ist, ein Bogenturm, ein Magierturm hat er noch. Und das dürfte es dann auch gewesen sein. Ja, mal gucken, was wir hier noch so erreichen. Oder wie wir das erreichen. So, klar, der Minion hat es jetzt. Ich glaube, der Minion hat es jetzt gemacht mit der Queen als Unterstützung. Wahrscheinlich eher die Queen mit dem Minion als Unterstützung. Und wir gehen mal zur Kriegskarte und gucken uns jetzt mit Spannung erwartet meinen Angriff an. 3 Sterne war natürlich, wie gesagt, ein etwas schwächerer Gegner, weil hier oben schon alles. Ja gut, bis auf Nummer 12 und 10, aber da hätte ich keine 3 Sterne mehr geschafft, deswegen habe ich mich hierfür entschieden, hier noch einen Stern beizumachen, weil oben hätte ich einfach nur noch die 2 Sterne wiederholen können. Wie gesagt, ohne König und mit dem Level 3, mit dem Level 4 Packer in der Clanburg hätte das nicht funktioniert, deswegen habe ich den etwas schwächeren genommen. Hier hatte ich dann aber, nee, hatte ich glaube ich sogar einen 5er Packer in der Clanburg. Hätte also, ja, vielleicht hätte es geklappt ohne König, ich wollte aber kein Risiko eingehen, ich wollte nochmal einen sicheren Stern dabei nehmen. Deswegen habe ich mich für diese Base entschieden und habe die dann einfach mal angegriffen. Ich habe dann natürlich mal wieder Go-Wipe benutzt, wie im Clankrieg eigentlich immer. Weil das für mich momentan sehr gut funktioniert. Ich muss mich mal demnächst damit beschäftigen, ob ich damit den Hexen vielleicht was reißen kann. Vielleicht mal Go-Wi-Wi oder so. Dafür müsste ich die allerdings vermutlich erstmal noch ein bisschen upgraden. Kann ich also vielleicht noch ein bisschen mit warten, bis ich das mal wirklich benutzen kann. So, wir gehen mal ein bisschen näher ran und gucken uns das an. Hier in der Mitte hat es dann ganz gut funktioniert. Rathaus war relativ schnell down. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, ob das mit den Prozenten auch was wird. Ich hatte hier in der Mitte, ich hatte erst zu diesem Zeitpunkt, ich kann mal kurz pausieren, zu diesem Zeitpunkt hatte ich echt ein bisschen Bedenken. Ich hatte erst 48% und Minute 51 noch Zeit. Das ist, da ich wirklich bis auf den letzten Dinges die Zeit ausgenutzt habe, ist das auch genau die Zeit, die der Angriff komplett hätte. Und ja, da die hier alle so auf einem Haufen waren, dachte ich, oh nein, lass es bitte nicht in die Hose gehen. Ich hab dann hier irgendwo nochmal einen wollte ich den Sprungzauber draufsetzen und dann sind sie genau in dem Moment schon durch die Mauer gegangen. War dann allerdings nicht so tragisch. Ich hatte eh aus Versehen 2 Sprungzauber dabei, deswegen konnte ich den nächsten hier noch hinsetzen. Und ja, in dem Moment, jetzt hatte ich die Hoffnung, dass es was wird, weil jetzt mussten sie nur noch außen rum. Ich hatte hier unten, irgendwo hatte ich noch Bogenschützen, glaube ich, hingesetzt. 2 hatte ich jetzt auch noch in der zur Verfügung quasi. Und dann kamen hier die Bataillonen von oben komplett rum. Und ich hatte echt Schiss, dass das nichts wird in den 40 Sekunden. Ihr seht, hier ist noch relativ viel jetzt. Aber es hat trotzdem noch funktioniert. Es war echt spannend zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte echt Schiss, dass es knapp wird. Ihr seht, 17 Sekunden. Guck mal, jetzt hat er 17 Sekunden und immer noch 4 Gebäude. Deswegen, ich hatte echt Schiss, dass das nichts wird. Ich mache jetzt auch erst die Geschwindigkeit auf einfach. Und dann können wir uns die letzten 10 Sekunden mal komplett reinziehen, wie knapp es war.
Das war wirklich auch die Zeit, die der Angriff zur Verfügung hatte. Also ihr seht es bei 3, 2, 1, 5 Sekunden später und es wäre in die Hose gegangen. Ich habe es echt bis auf die letzte Sekunde genau ausgenutzt, dass das funktioniert hat. 100% dann. Und einen sicheren Stern. Wie gesagt, ich wollte einfach noch auf den sicheren Stern gehen, damit da keine Probleme entstehen. So, jetzt waren wir hier bei 4, 13 und 14. Jetzt können wir hier mal gucken. Den hatten wir schon, Iron, ne? Bester Final Fire. War da, haben wir den schon? Hatten wir den schon? Ne, warte mal. Ist der Feindangriff Matrix? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir den schon hatten. Sonst gucken wir mal hier. Den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Auf YOLO, dann gucken wir uns mal an. Auch ein Rathaus 8er Angriff mit Schweinereitern. Ist auch nochmal was Neues und Magiern. Gucken wir mal, wie der das Kollege. Ah, nicht vierfach. Zweifach wollte ich haben. Auch er nochmal die Clan-Truppen hier unten hingedödelt. Ach ja, wollte jetzt sowieso da unten den Punkt holen. Okay. Hat gar keinen. Doch, hat sogar zwei Giftzauber dabei. Benutzt sie aber nicht. Drei Heilzauber. Komischer Angriff irgendwie. Naja, egal. Hat ja funktioniert mit drei Sternen, das wissen wir ja schon. Dann die Schweinereiter. Durch die Base gejagt. Von da auch nochmal. Komm schon. Muss mal ein bisschen zoomen. Und dann lief das quasi. Ah, da sind natürlich einige Bomben, wo die noch reingelaufen sind. Jetzt hat er noch den König. Den König, den König. Und ein paar Magier übrig. Das scheint aber dann doch zu funktionieren. Funktioniert zu haben. Jetzt hat er auch keine Verteidigung mehr, wenn ich das richtig sehe. Also auch hier nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Um die ganzen Truppen, oder um die, ja, Truppen sage ich schon, um die Gebäude zu zerstören. Lief dann natürlich, jetzt machen die Schweinereiter sich an hier ja schon am Rathaus zu schaffen. Schweinereiter, die ein Rathaus zerstören und den König. Ja, das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Also ich zumindest in den Wiederholungen. So, und dann hatte er das auch geschärft. Jetzt gehen wir nochmal zur Karte und gucken, ob irgendwo noch was Spektakuläres war, weil ich glaube es nämlich fast nicht. Hier unten rum ist es ja. Er hat den auf der 20. nur einen Stern gemacht. Das ist natürlich geil. Aber ist ja nicht jetzt Teil der Folge. Aber er hat gut angegriffen, der Lazar. Wie ich das sehe, zweimal drei Sterne geholt. Das auf Saft, Sascha und auf Wyatt. 19 und 20. Klar, ist natürlich ein bisschen schwächer. Aber wir gucken uns das trotzdem mal ganz kurz an. Wenn man zweimal drei Sterne holt, muss das auch gewürdigt werden. Ah, mit Drachen. Level 3er Drachen hat er angegriffen. Da die ja nicht ganz so die schnellsten sind, machen wir das mal mit vierfacher Geschwindigkeit. König da oben direkt am Dödeln. Clan-Truppen noch ein paar Ballons drin gehabt. Nur mal ganz schnell jetzt hier zum Überfliegen mal eben zu sehen, was der Lazar da so gerissen hat. Er hat das auf jeden Fall scheinbar ganz gut drauf mit den Drachen. Auch wenn es Level, also wenn es quasi die untersten beiden waren. Aber er war ja auch der 20. im Krieg, von daher. Ist das schon eine coole Sache, finde ich, wenn man den gleichen und den einen drüber beide mit drei Sternen kann man schon mal so machen. So, zack, kaputt. Kriegskarte, wir gucken uns den nächsten nochmal an. Saft Sascha. Und gucken uns auch hier die Wiederholung mal kurz an. Der Saft Sascha von First Alpha hatte diese Base und auch da hat das mit Drachen gemacht. Okay, dann ist das im Endeffekt wahrscheinlich das gleiche wie gerade. Die werden einfach mal durch die ganze Base fräsen und alles zerstören. Das brauchen wir ja nicht unbedingt noch sehen. Ich hatte gerade geschrieben, dass die Jungs mal ein paar Angriffe teilen sollen. Ich glaube, hier sind wir jetzt so ziemlich durch. Mich würde es ja schon mal interessieren, wer ihm nur einen Stern gegeben hat und warum. 76%, okay, dann hat er wahrscheinlich alles kaputt gemacht, so außer das Rathaus. Ich hoffe, hier hat jetzt irgendjemand einen 3-Stern-Angriff mal geteilt. Nein, das sind 34%. Ich sage noch, teilt mal 3-Sterne-Angriffe und Alex teilt einen 34%-Angriff. Gut. 100% Dark Trinity. Wiederholung. Da gucken wir da mal rein. Okay. Das ist natürlich, ja, geschenkt. Dann können wir sofort vierfach machen. Mal eben badum, mit Level 5er Minions und Level 5er Ballons. Auch eine interessante Kombination, die Minions sofort so hoch zu haben. Im Gegensatz zu den Ballons. Aber okay, so, nach Hause. War jetzt nicht so die Spannung drin. Ich will mal gucken, ob nicht irgendwas Cooles. Beste Dev bringt mir auch nichts. Ein Stern bringt mir auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch quasi durch. Ich könnte noch einen Angriff machen. Aber ich weiß nicht, ob der 3 Sterne wird. Wir machen das so. Ich mache jetzt noch einen Angriff. Wenn der 3 Sterne wird, zeige ich ihn noch hinten dran. Und wenn nicht, dann nicht. Bis gleich. Ja, ich mach's jetzt einfach. Und zwar, weil es im Anschluss noch an unsere What the Fuck Base Challenge quasi funktionieren würde. Ich habe auch eh nur Fuckeltruppen bei, habe ich gesehen. Deswegen nehme ich den jetzt einfach.
Und ja, wir machen den jetzt einfach mal kaputt. Ist im Endeffekt ja Latte. Ist kein Loot und nix, aber vielleicht kriegen wir 3 Sterne mit den Truppen hin. Ich will mal gucken, was wir hier so reißen können. Mein König scheint übrigens noch nicht wieder fit zu sein. Ihr seht es, ich habe ihn noch nicht. Ich mach mal ein paar Mauerbrecher rein. Heile mal die Riesen. Und dann, ja, ein paar Drachen können wir auch noch setzen. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Overkill hier noch ganz kurz aus Spaß hinten dran. Einen Bogenschützen mal dahin. Einen Minion mal dahin. Noch einen Minion dahin und auch einen hier unten hin. Und dann machen wir mal einen Rathaus 10 kaputt. Hoffentlich. Natürlich. So, hier machen wir nochmal einen Heilzauber auf die Riesen. Ich hoffe, dass das jetzt 3 Sterne werden. Das müsste aber theoretisch ja zu schaffen sein. Wie gesagt, mega what the fuck. Das hätte ich in der Challenge gebraucht, aber da habe ich ja eh... Voll, ich habe ja eh gewonnen. Von daher ist das ja egal. Mal schauen, ob das zeitlich hinhaut hier. Aber ich denke mal schon. Ich bin da relativ optimistisch. Hauptsache, die Riesen müssen gleich nicht irgendwie das Rathaus zerstören, aber da sind jetzt die Drachen schon dran. Von daher haben wir das jetzt gleich schon. 82%, 85%, 2 Sterne. Ich nehme das jetzt einfach mal so als Nachtrag zur Challenge quasi mit. Das ist ja eigentlich ganz lustig. Und dann haben wir es schon geschafft. Ja, hat er gesehen, was er von seiner Base hat mit seinem Rathaus 10. Ganz toll. Und damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Fred macht, glaube ich, noch einige Tests in den nächsten Tagen. Schaut mal rein. Bis dahin, haut rein und tschüss. And I can't slow down, no. Can you feel it too? There ain't no stopping now. Feet off the ground, head to the sky. Yeah, wind by my side.